Okay, Kyo lehnt den Tee ab. Also der lustige Chen-Typ hat gerade erzählt, dass die China-Mafia auf gleicher Höhe mit der Yakuza war, bis Kazama und Dingsbums da Ende gemacht haben. あの陳さんがここまで堂島組を恐れているとは思っていませんでした。風間の親さんも言ってた。何年か前、堂島組は外国人のしのぎを奪って大きくなったって聞いている。その時、かなりの血が流れたらしい。ああ、俺たちはその頃まだカムロ町にいなかった。それで陳さんとの間に温度差があったようだ。いいんだ、俺はここを出る。また連絡してくれ。それなら西公園で身を隠すのが良いかと。ここほど安全とは言いませんが。In park？西公園。ホームレスのたまり場になっています。あそこなら堂島組もすぐに桐生さんを見つけられはしないでしょう。わかった。それにしても 今は逃げ回るので手一杯だな。空の一坪の方はどうなってる？持ち主を抑えるって話だったはずだ。ええ。でもその話はまた後で。西公園に行ったら今夜だけはそこでしのいでください。明日。向かいにあります。この寒空に野宿か。かける言葉が見つかりません。<laughs> なら、あんたも一緒にどうだ。今二人でいるのは目立ちます。それに私は明日のために少し準備がありますから。準備？なんだ。大したことじゃありません。そっか。それじゃ明日だな。ええ、それではまた。なんとか堂島組に見つからないように気をつけてください。 Wackertel. Aber krass, dass Kyo einfach so den Tee abgelehnt hat. Da hätte er zumindest noch ein Stündchen für den Tee sitzen können. In Little Asia, aber nein. Er sagt eiskalt. Nö, Tee nicht. Tja, ich sollte wohl in den Park gehen. Das, wenn ich noch woanders hab, würde ich es noch tun. Wo sind wir denn jetzt? Ach, sind wir wieder in. Ach, das hier ist Little Asia. Ist einfach nur dieser Block hier mittendrin. Also. Da schon mal durchgerannt? Ja, das ist, tja. Ich sollte hier nicht reingehen. Das ist hier drin, das Little Asia. Das ist ja vor allem schon Tag, ne? Da müssen wir uns aber eigentlich mal kurz nochmal um unser Real Estate kümmern. Kann ich hier nicht mal kurz im Kreis fahren? Park Boulevard? Achso, das ist. Ich könnte jetzt nochmal zum Real Estate laufen, aber ich glaube, ich mach's nicht. Das ist. Ich will jetzt nicht mehr nützen. Na gut, das. Ach, hier, das ist doch der Eingang zum Park. Das wäre auch nie aufgefallen, dass das hier irgendwo ein Eingang gibt. Ich habe nur diese riesengroßen Wände gesehen, habe mich darüber geärgert, dass es die halt gibt. Aber mir die Mühe gemacht, da mal reinzugehen. Aber das sieht ja auch irgendwie kalt aus hier, ne? Ist wahrscheinlich gerade Winter. Das ist der westliche Park. Ich hoffe, ich finde hier irgendeinen Ort, in dem ich schlafen kann. Wo ist denn der westliche Park? Oh, geht. Geht. Ist so groß. Habt ihr den schon früh betreten können? Ich hätte wissen, ob wir vorher ein paar Automaten Zeug kaufen können. Ist relativ offen hier. Zack. War ich denn eigentlich schon wieder so viel Geld? Toughness Infinite? Oh, was soll er machen? Der Tappen ist infinit. Das, was ich denke? Ah, gut, das hält mich einfach noch voll. Das bringt mir ja auch nichts, weil das andere Zeug hält mich ja auch voll. Die Telefonkarte einfach direkt in der Telefonzelle. Ja. Yay, Nanase Osa Typ B. Speicher haben wir eben gerade erst. Also, wie sieht der Park so aus? Das heißt, wäre aktuell gerade sehr zu. Okay, wir von den Pennern hier irgendwelche Tipps holen? Also, Q würde vielleicht auch weniger auffallen, wenn er nicht einen weißen Anzug an hätte. Thank you. Oh. Jo, Anta. Du? Wasureta ga? Kono aida sake o ogotte kureta. Ach, den Typen, den ich Ricky gekauft habe. Sore de Anta ni
立花不動産の人間が出入りする場所を教えてやった。ああ、確か第三公園であったな。パブリックパーク。そう、思い出してくれたか。でもこんなとこで何してる。家がなくなってね。あんたらと同じだ。なんだ、それじゃお仲間ってわけだ。ああ、それで今夜一晩どこかに寝られる場所はねえか。凍え死ななけりゃ何でもいい。いいよ、そんならオレのねぐらに寝させてやるよ。ただ襲ったりすんな、俺はそっちの気はねえんだ。 Kein funny business, Ashrid. バカ言ってんじゃねえ。俺のねぐらはすぐそこ、 あのブルーシートのやつだ。好きに使ってくれ。そうだな。一泊10万でどうだ。は？なんてな。冗談だよ。気が向いたらまた酒を奢ってくれ。すまねえな。ありがとう。いいってことよ。100,000 100,000 hätte ich da gehabt. Wäre kein Problem gewesen. Das ist die Unterkunft, die er mir gesagt hat. Das sollte mich zumindest davon abhalten, zu Tode zu frieren. Nicht jetzt. Noch scheint die Sonne. Ich kann noch ein bisschen rummachen. Okay, gut. Also wir haben jetzt zum Beispiel... Oh, ein Hund. Also der ganze Park ist voller Penner, die hier wohnen. Was? Nee, ich möchte keine Spiele spielen. Ich habe keinen Bock. Das ist natürlich auch irgendwie... Guck mal, dieses. Sag mal, haben die Japaner alle Shiba Inus oder was? Gibt's da keinen anderen Hund? Ist das der hier schönes? Want to play Koi Koi, play at once? Nee, ich möchte nichts davon spielen, weil ich keine Ahnung von diesem Spiel habe und wenn ich das versuche. Also der ganze Park wird von Pennern bewohnt. Und es scheint ja wie niemanden zu stören. Die wohnen ja hier direkt, ne? Das ist natürlich auch verrückt. Ja, ja. Sind das Tauben? Ja. Also nicht die vierbeinigen Dinger, das sind Hunde. Aber ja, Tauben, gewiss. Na, anscheinend kann ich ja doch relativ frei hier rumrennen. Ohne großartige Probleme. Dann kann ich ja auch, warte mal. Wer ist das? Scheren wir rum, okay. So, wo will ich denn hin? Ich will nach da unten zu meinen. Ich hab nämlich noch jede Menge Geld zu investieren, das sollte ich natürlich mal machen. Vor allem, wenn ich die lustige, komische Barmama da hab. Der Controller wackelt, wenn du Dings fährst. Mit Le Taxi. Oh. Siehst du, ich könnte direkt nochmal gucken, wie es so, der Besitzerin vom Serena geht. Ich hab echt den Namen nicht mehr vergessen. Kann ich einfach rein? Ach ne, hier ist die Tür. Executive Lounge, dritter Stock. Ha! Serena Hinterhof. Bum, 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 bum. Bum, 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 bum. Ich kann nicht rein. Ob es hier gut geht? Pom, 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 pom. Wie schafft Keo ja nicht, dass seine weißen Schuhe immer noch sauber aussehen? Ich möchte eigentlich meinen, die müssten mittlerweile ziemlich dolle kaputt sein. So, ich werde zwar von der Mafia gejagt und generell überhaupt habe total Schwierigkeiten, aber ich habe definitiv noch Zeit, um kurz mein Real Estate Business irgendwie ein bisschen um zu kümmern. Ist gar kein Problem. Ich habe ja noch mein Büro, da kann ich was mit euch machen. So, Payout Day, yay. Ich kann leider nicht. Warte mal hier. Staff List. So, warte mal. Sashiko. Ich habe schon mal anscheinend meine besten Leute, oder? Warte mal. Fortune Teller, die verlangt das wie Geld für ihr Zeug. Sie ist auch super gut in was auch immer das ist.
Warte mal, jetzt kann ich doch hier jemanden tauschen, oder? Ich hab doch jetzt hier die, ich hab jetzt hier die Mutti, oder nicht? Hier, genau, Mama-san. Mama-san hat voll Ahnung von Real Estate. R-Rating? Achso, die Person investiert nur in das Dings rein. Kann ich jetzt nochmal mit Mama-san investieren? Fortune Teller wäre noch besser, aber die ist halt nicht so gut im Essen. Also wäre Mama-san am besten. Jetzt verstehe ich das Investitionssystem erst. So, aber die investiert auch. Jetzt kann ich wieder Mama-san benutzen. Jetzt haben beide Orte ein A-Rating oder was? So, Sashi, guck mal, sich da um. Offizier Kigushi macht das. Okay, gut. Jetzt ist. Gut, oder was? Manager Security Salary. Was? Putzen, putzen, putzen und nachlackieren? Achso, die Schuhe. So, jetzt habe ich hier meine Bude investiert. Nicht gerade wenig Geld. Aber ich habe anscheinend 21% Market Share. Wo immer der herkommt. Mit zwei Geschäften. Ja, das macht das Spiel natürlich doch irgendwie simpler als gedacht. Ich dachte, ich muss da wie Personaldruck verteilen. Also Manager, die sich halt jeweils um die einzelnen Standorte kümmern. Aber die Leute, die ich habe, die benutze ich hier nur zu investieren. Das heißt, ich muss prinzipiell also nur die richtigen Leute anwählen, um die Kohle da reinzuwerfen. Und dann ist das quasi ein Selbstläufer. Das macht das Minispiel natürlich doch so ein bisschen sehr viel simpler, als ich dachte. Oh. Oh, die mögen mich anscheinend nicht. Aua! Iri? So, das habe ich ja auch ein Messer. Nimm dies, ihr Bastarde. Oh, ich habe ein Schwert. Naja. Das war jetzt nicht so doll, Jungs. Naja. Sehr unkreativ, sehr unbesorgt. Ärgerlicherweise muss ich jetzt noch einen Schluck essen gehen. Wahrscheinlich könnte ich jetzt noch voll viel mehr Zeug machen. Kann ich mit Mr. Libido noch quatschen? Steht der wieder in der Ecke hier? Schade, steht immer woanders. Ich habe jetzt aber auch keine Lust, jetzt stundenlang durch die Stadt zu laufen, weil ich dann anderen überfallen werde. Ich wollte doch letztes Mal hier die Nudeln probieren. Ich konnte nicht, weil ich irgendwie satt war. Ich würde gerne was essen. Und was teuer ist hier? Uni? Sea Urchin ist. Was auch meine Abalone ist. Was ist denn eine Abalone? Das kriegen wir doch raus. Abalone. Ist eine Abalone-Muschel. Seeohr, Meerohr genannt. Toro? Das klingt lecker. Das ist so ein Thunfisch. Ach, das ist. Kennt Freundschaft auch mit den. Ich mag das. Ich baue Freundschaft mit den Kellner auf. Vielen Dank, dass du hier gekommen bist. War alles richtig? Ja, war gut. Hast du es wirklich gemacht? Bist du dir sicher? Ja, ich hab doch schon gesagt, das war gut. Warum glaubst du mir nicht? Es tut mir leid, das ist nur. Ich. Ist nicht, dass ich dir nicht glaube, aber. Ich bin bloß nicht mal sicher, ob mein Sushi noch so gut ist. Du hast fühlst dich mit deinem Sushi nicht sicher? Um ehrlich zu sein, ich habe dieses Restaurant gerade erst übernommen und ich bin mir nicht sicher, was es braucht, um das hier zu machen. Ein etabliertes Restaurant in diesen jungen Jahren zu übernehmen, zeigt, dass du das gut tust, oder nicht wahr? Es ist nicht so, das ist. Es hat man meinen Vater gehört und er ist plötzlich gestorben. Es tut mir leid, er hat mir das Restaurant hinterlassen, bevor ich meine Ausbildung abschließen konnte. Er hätte sich keinen schlechteren Zeitpunkt aussuchen können als das hier. Du tust dir zu viel an. Das Sushi schmeckt ganz gut. Vielen Dank und danke, dass du mir zugehört hast. Bitte komm wieder. Das könnte der Beginn einer wunderbaren Freundschaft sein. Yay. Was? Direkt beendet? Substory direkt beendet? What? Oder bin ich zu weit im Spiel, um noch irgendwelche Substories zu machen? Bin ich jetzt voll geheilt? Na, leider. Okay, nehmen wir Essen. Schade. Man sieht vor allen Dingen, merken, dass das ganze kleine Geschäft, dass du überall essen kannst. Also wirklich. So, und jetzt fahren wir wieder. Zum Park, würde ich sagen. Ja. Vielen Dank, Sir. Zack. Hui. Na gut. Oh. Hey, ich habe einen Completion Point dafür gekriegt, dass ich fünfmal mit Taxi gefahren bin.
Weil ich zu faul zum Laufen bin. Aber ohne Witz, warum zur Hölle hat der Park so eine große Metallwände? Weil wenn du denn im Park bist, ist es ja ganz schön, aber von außen sieht das halt echt hässlich aus. Vor allem, ich mich die ganze Zeit, die 20 Mal, die daran vorbeigelaufen bin. Wer ist er denn? Ist das er? Das ist bisher Libido, oder? Will er sich jetzt so ein kleines Schulmädchenkleid kaufen? Das ist flippig. Oi. Vielleicht ein bisschen teuer. Hey, was machst du da? Jo. Tja, Freund, was, wie sieht's denn aus? Ich, gucke, ich bin ein bisschen Schaufenster shoppen. Würdest du dir die Spielzeuge angucken, die sie für Männer jetzt haben? Was? Spielzeuge für Männer? Ach ja, richtig. Die Dinge. Hast du die schon ausprobiert? Oh, bist du interessiert? Ich bin ein Experte. Nein, mach dir keine Sorgen darum. Ich vergiss, dass ich gefragt habe. Hey, nicht so schüchtern. Ich kann dir ein detailliertes Review beim nächsten Mal geben, okay? Wie auch sei, hast du irgendwas in letzter Zeit gekriegt? Das ist nicht, warum ich hier bin. Nicht jeder ist so, wie du bist. Was? Du machst doch Scherze. Das ist, was machst du dann in Kamochoro? Das Land der sexy Ladies. Kleine. Ist es das? Hey, lass mal sehen. Zum Beispiel, kennst du diese Bar, das Vincent im Park Boulevard? Da ist ein richtig sexy Mädel, arbeitet da. Das, oh, ja, genau. Ja, vielleicht guck ich mir später mal an. Was würde ich nicht dafür geben, meine Hände von dem Video von dir zu kriegen? Das, ich würde es aufbewahren und wie ein Schatz für immer und für immer, immer, immer horten. Ja, wirklich, was ist das für ein Laden hier? Achso, kann ich den Laden nicht sogar betreten? Ne, kann ich nicht. Ich kann nur da anrempeln. Oder? Ach, das ist das Vincent, wovon der gesprochen hat. Also er steht direkt vor der Bude, von der er gesprochen hat. Jetzt müsste es hier eine Telefonkarte. Oder gibt der mir Tipps für die Telefonkarte? Luca Kanea Typ A. Jetzt kann ich wahrscheinlich Billard spielen, wa? Ach, guck mal hier, Mr. Moneybags. Ah, du bist es wieder mal. Ja, ich habe mir meinen Namen letztes Mal beim Geldwerfen nicht gemerkt. Es ist Keio. Hängst du immer hier rum? Ja, das ist, wenn ich in Japan bin. Ich reise viel in der Welt umher. Also kann ich nicht viel Zeit hier verbringen. Gehst du jemals nach Hause? Ich werde bald nach Hause gehen. Meiner nächsten Überseereise. Du lebst in einem anderen Land? Das, ich denke mal, wenn man reich ist, ist das eine Option. Nein, ich lebe in einem Jumbo-Jet. Nani? Was? Ja, das ist, ich nenne es das ein mobiles Heim. Wenn du ein globaler Geschäftsmann bist, dann verbringst du mehr Zeit in der Luft als irgendwo anders. Ich habe ziemlich viele Privatjets und wechsle zwischen denen hin und her, je nachdem wie meine Laune ist, aber... Und sie hängen an verschiedenen Airports der Welt herum. Das Hangarland ist, es kostet ziemlich viel bei den steigenden Landpreisen heutzutage. Es kostet mich einen Arm und ein Bein. Ha! Wie dem auch sei, ich denke, du könntest, man könnte sagen, dieser Ort hier dient als mein Büro in Japan. Willkommen zu meinem Investment Fund, Kiryu-san. Investment Fund? Ja, wolltest du schon immer mal wissen, wie man Geld verdient, wolltest du nicht? Ja, das Geschäft könnte jetzt vielleicht gerade boomen, aber das, aber da können nicht allzu viele Leute sein, die Geld verdienen. Es muss noch ein paar Tricks geben, sonst wären ja alle so reich. Genau, das ist, wie es gemacht wird. Ich sitze hier und gieße ein Getränk, warte auf, dass mein Telefon dringelt. Das war's. Was? Ich kann nicht ganz folgen. Kannst du nicht ein bisschen mehr sagen? Sicherlich, aber das könnte eine Weile dauern, es zu erklären. Wenn du möchtest, bitte erklären. Jetzt erklärt er wahrscheinlich wieder dieses Partnerschema, was ich manchmal auch schon habe. Erklär mir die Details. Also, aber lass mich dich warnen. Das könnte lang werden. Das steht dir frei, einfach in die Luft zu schlagen. Das wird dir den Ärger später ersparen. Und das ist quasi, wie das System funktioniert. Ich verstehe. Also, wenn ich jetzt Geld in diesen M-Sahn reinhaue, dann, das ist immer für ihn, nicht wahr? Richtig, du verstehst das schnell. Warum müssen wir das hier mit diesem Geld machen? Tja, wäre es nicht leichter für Emse an und mir einfacher, wenn wir das Dreh direkt austauschen würden? Ach, jetzt, versteh doch, Kiryu, wie zur Hölle würdest du jemanden finden, der dir das mit der Menge an Geld zutraut? Jetzt muss ich mal Fund mal richtig übersetzen. Ich weiß, das ist mal eins, Fond heißt es einfach nur. Unser Fond ist, hat all die Verbindungen, die sicherstellen, dass das Investment in den richtigen vertrauensvollen Parteien investiert wird. Daher kannst du mitmachen, ohne dass du dein Geld wirklich in ein Risiko packst. Ah ja, du hast deinen Punkt. Na gut, ich verstehe. Also, ich weiß nichts über das Investieren. Genau, aber es geht dir viel besser, wenn du Geld zu Emsa anschickst. Alles klar, ich verstehe.
Also, wer wäre denn im Sand, mein Fall? Hm, wir haben Kandidaten ganz über Japan. Ich bin das Gesicht des Fonds hier in Kamochoro. Wir haben außerdem einen Repräsentativen in Sotenbori in Osaka. Hm, Sotenbori. Ja, ich habe gehört, das Nachtleben dort ist, es läuft richtig rund und mit den Kabarettsclubs und das ganze Zeug. Das ist wahrscheinlich ein gutes Gebiet, um Geld zu investieren. Ah ja, verstehe. Also ich könnte das Geld mit irgendjemandem, der einen Kabarettclub in Sotenbori leitet, investieren. Und das Gegenteil ist auch, weil jemand, der Geld in Sotenbori investiert, könnte hier nach Kamochoro kommen. Wie muss sein? Wir nehmen einen kleinen Anteil von unser Geld. Also wird nicht das volle Geld einkommen. Das ist leider die Art, wie es ist. Ja, das war so alles. Na gut, ich verstehe, wie das System funktioniert. Hier ein kleines Symbol meiner Freude. 10.000 Taler. Nani? Bist du sicher, dass mir das geben wird? Ja, ja. Geld ist das, was es verstanden wird. Papapap, ich hab's verstanden. Jetzt kann ich hier das Geld investieren. Ich bin was? Ich bin den anderen Tag erste Klasse geflogen, um es auszuprobieren. Musste. Ach so, First Class ist nicht das Beste. Hast du gewusst, dass ich zu irgendeinem Fremden sitzen? Diese Nerven. Das ist nächstes Mal nicht mein eigenes Flugzeug. Vielen Dank auch. Yokoso. So, invest money. So, ich möchte mein Emsan und so ein Bori. Tiny Investment, ja gut. So, 10 Millionen, zack, investiert, invest. Der grinst aber auch mal, der gute Mr. Moneybags. So, vielen Dank. 15% zieht er ab. Das Geld kommt zurück. Okay, So, das war das. Gut. Bei ihr kann ich wahrscheinlich nur. Don't play. Erika. Sie hat einen Eigenname. Das ist natürlich auch komisch. Das ist wahrscheinlich die Person, die. Wie auch immer der komische Mr. Libido genannt hat. Nun gut, dann wollen wir mal in den Park gehen und rumpennern. Ich meine, was bleibt uns sonst noch übrig?